Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu Minecraft. Ich spiele heute Minecraft mit euch in einem Vanilla-Server. Ja, was ist das für ein Vanilla-Server? Das ist kein Public-Vanilla-Server. Auch wenn ich gerne theoretisch hätte Zuschauer draufgelassen, ist mir das zu teuer und viel zu viel auf Verwaltungsaufwand. Weil sobald ich eine IP-Adresse auf Public setze, wird sie sowieso von irgendwelchen Trollen gestompt. Und dann kommen sie und griefen hier alles weg und das will ich nicht. Das hier ist ein Server, auf dem mein Faction-Spieler aber drauf spielen dürfen und gute Freunde von uns. Die dürfen hier drauf spielen, dürfen hier bauen auf diesem Vanilla-Server. Ist von mir bezahlt. Was jetzt nicht heißt, dass ihr in irgendeiner Weise hier hundertprozentig 1000 Dankbarkeit zeigen sollt. Ich bin ja... Ich wollte es nur anmerken, dass ihr wisst, warum ich OP-Rechte habe auf diesem Server. Habe ich aber auch noch ein paar anderen Leuten gegeben. Trotz OP-Rechten werden wir hier aber komplett Stock spielen. Warum hat mir da jemand einen Birkenstamm hingesetzt? Habe ich sie dabei? Nee, dann lasse ich den in Ruhe. Für diese Kackschafe musste ich 700 Blöcke weit laufen, ne? Was habe ich vor? Ich möchte in dieser, in Anführungszeichen, Serie, die nicht täglich kommen wird. Ganz im Gegenteil, also wenn sie super gut ankommt, werde ich es mir vielleicht mal überlegen, aber davon gehe ich jetzt aktuell nicht aus. Ich werde hier auf jeden Fall Minecraft spielen. Beziehungsweise ich werde das ziemlich viel auch offscreen spielen und werde euch mal zeigen, was wir so gebaut haben. Das hier ist zum Beispiel jetzt mein Haus, wo ich jetzt mal angefangen habe. Ich finde das ganz schick. Ich nehme gerade mit 60 FPS auf. Ich hoffe, man sieht den Unterschied. Ich versuche nachher auch mit 60 FPS zu rendern. Ich hoffe, ich schaffe das alles und vergesse das nicht bei irgendwelchen Settings. Geh mal weg. Danke. Noch mehr Gehirn. Ja, danke. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe den Shaders Mod installiert. Normalerweise spiele ich so. Es sieht viel besser aus. Es sieht tausendmal besser aus. Es sieht einfach richtig geil aus. Trotz gleichen Texture Pack, aber mit dem Shaders Mod. Problem ist, wenn wir jetzt F3 drücken, dann sehen wir mal kurz unsere FPS an. Sie sind knapp an den 50, aber sie sind nicht ganz 50. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt mal rüber zu Viertel. Ups, das war ein Screenshot, den wollte ich nicht. Ich laufe jetzt rüber zu Viertel-Li. Die ist nämlich hier auch auf dem Server. Ich muss was essen. Mit dem Texture Pack, mit dem Shaders Mod. Und in 60 FPS, wenn denn alles gut geht und ich 60 FPS überhaupt hochladen kann. Ich weiß es gar nicht so genau, ich muss mal gucken. Würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ich es kann. Dann müsst ihr mir in den Kommentaren jetzt helfen. Ihr müsst mir schreiben, wollt ihr lieber mit Shaders Mod sehen? Dafür halt nicht hundertprozentig die 60 FPS, sondern diese 50, irgendwas werden es dann wahrscheinlich werden, wenn ich mich nicht täusche. Oder wollt ihr lieber ohne Shaders Mod? Ich glaube, ich spiele jetzt erstmal mit, weil ich bin es einfach gewohnt, es sieht besser aus. Schreibt es mir. Ihr habt es jetzt am Anfang gesehen, wie es ohne ist. Jetzt seht ihr es, wie es mit ist. So. Das hier ist Fusselis Haus. Ich will euch jetzt am Anfang einfach erstmal zeigen, wer hier so alles schon da ist. Die baut hier drin ihre Netherwarzen bereits an. Damit nervt sie mich schon richtig heftig, weil sie sich Unsichtbarkeitstränke macht und da mich schlägt. Richtig gemein, die Kleine. So, Fusselis Haus. Dann gehen wir mal weiter. Hier über den Berg. Wir sind alle gar nicht, wir sind alle am Anfang total in verschiedene Richtungen gerannt, aber wir sind gar nicht so weit auseinander. Der gute Dubi ist nämlich ebenfalls auf dem Server, DubiTG. Ich werde die beiden mal unten in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr auch bei denen vorbeigucken. Dubi wird auf diesem Server Livestream, hat er gemeint, hat er auch schon gemacht. Wird er sogar wahrscheinlich heute? Wenn ich das, ich versuche jetzt das Video hochzuladen heute. Das wird ja hoffentlich nicht zu lange. Dann wird er vielleicht heute noch, wird er heute noch Livestreamen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich poste meinen Link von Livestream unten rein. Heute bei mir ist Samstag der 1.11. Also wenn es bei euch ein anderer Tag ist, dann ist heute vorbei. Hatte drei Schilder, ja genau. Ich habe ihnen zwei Schafe mitgebracht, weil ich dafür, wie gesagt, 700 Blöcke laufen muss. Wir hatten alle Probleme, wir hatten keine Schafe. Wir wollten unbedingt Schafe. So, ja, das sind wir. Wir haben noch in der Nähe zwei Villager-Dörfer. Also bei mir hinten dran steht noch eins und hier ist nochmal eins. Auch ziemlich cool. Da ist ein Kürbis. Und den sneak ich mir jetzt gleich noch. Dubi, falls du das siehst, du kannst den Kürbissamen wieder bei mir abholen, weil du den Kürbis wolltest. Aber ich möchte den Kürbis haben. Ich habe nämlich noch keine Kürbisse. So. Ja, jetzt könnte ich noch zu Taiko rennen, aber der Taiko liegt irgendwo noch weiter weg. Weiß ich selber noch nicht. Muss ich mir noch angucken. Können wir aber auch in der nächsten Folge eigentlich machen. Wie gesagt, die Videos sollen nicht lang werden. Die sollen aber als drittes Video pro Tag dann, nicht pro Tag, drittes Video an einem und den anderen Tag unregelmäßig kommen. Wenn ich einfach was zu zeigen habe, also vielleicht mal, wenn wir eine Nether-Tour machen oder wenn wir ein bisschen, wenn wir einen Nether gehen, mache ich einen Shader aus.
Weil im Nether sehe ich mit Shader gar nichts mehr. Ich kann euch mal mitnehmen zu Sachen, die ihr einfach sehen wollt. Mal gucken, wie wir das dann genau machen. Wie gesagt, hier werden verschiedene Leute drauf spielen. Die werden auch teilweise Videos hochladen. Ich verlinke euch jetzt mal unten in der Videobeschreibung Dubi und Fussel. Bei Fussel weiß ich noch nicht, wie sie die Videos machen wird. Auf jeden Fall wird Dubi streamen, das weiß ich. Ob und wie Fussel hier von Videos machen wird, weiß ich nicht. Sie macht aber andere Videos, von dem her ist das vollkommen in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem schönen Ausblick von dem geilen Shader hier, what the fuck, wie groß wird die wohl die Videodatei bei diesem scheiß Shader? Und mein Feld, ach, ich habe drüben noch mehr Felder, wollte ich mal zeigen. Die sehen schöner aus, finde ich. Was kann ich da drüben anbauen? Kürbisse? Ich könnte hier ganz viel Kürbisse anbauen. Ah, das mache ich, glaube ich. Ich baue hier Kürbisse an. Und Melonen, wenn ich welche habe. Ich hasse das. Kennt ihr das? Ich habe nie eine Hau dabei. Hol ich mir eine Hau. Hau, 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 hau. Ich habe kein... Are you damn fucking kidding me? Nee, ich brauche zwei. Man braucht eigentlich eine Hau. Mehr Stein als ein, hier, ihr wisst schon. Eine Schaufel. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Sehe ich das so falsch? Nein. Naja. Ist ja jedem Design. Ich meine, dass Minecraft nicht belöst, das wissen wir ja schon lange alle. So. Ja, wir sind bei circa 7 Minuten, nicht mal ganz. Achso, für diese scheiß Bäume hier, diese großen Dark Oakwood Sachen, musste ich auch sauweit laufen. Ja, da hinten ist noch meine Höhle. Hier, wartet. Da ist meine Höhle. Da unten. Ist ganz nett. Dann würde ich sagen, was ist das von dieser Folge? Ziemlich unspektakulär. Ah, lass mich doch rein. Erstmal in der ersten Folge natürlich, aber ihr habt schon mal so einen ersten Eindruck bekommen. Wie gesagt, wir werden in Zukunft, ich werde euch auch mal mitnehmen, wenn ich hier ein bisschen weitergebaut habe an meinem Haus. Ich möchte hier noch mehr Häuser hinklatschen. Also ich möchte auch da drüben noch Häuser hinklatschen und so. Ich möchte mir hier so eine kleine Welt aufbauen. Vielleicht lasse ich die Villager von dem Dorf da drüben hier einziehen. Ich weiß es noch nicht. Was das alles mit sich bringen wird, könnt ihr auch teilweise mitentscheiden. Wenn ihr gute Kommentare schreibt, dann werde ich natürlich die versuchen auch zu verwirklichen. Aber in Hauptsache baue ich hier meine Welt auf. Mit anderen Leuten, die ihre Welt hier aufbauen. Das wird ganz lustig, denke ich. Ich freue mich drauf. Guckt auf jeden Fall bei Dubi Stream ab und zu vorbei. Dann seht ihr ja hier. Da bin ich wahrscheinlich auch ab und zu dabei. Von dem her sage ich, mein Name ist Light. Bis zum nächsten Mal. Ach, übrigens, hier ist Glas. Over and out.